Seifenstein? Majestät. Jetzt, wo Sie uns erinnert haben, hätten wir es lieber vergessen. Verstehe, Majestät. Könnte man nicht mit einem Experten über dieses ganze Amerika reden, Seifenstein? Majestät, ich hätte sogar einen ausgewiesenen USA-Experten im Angebot. Er ist Rechtsanwalt in Wien, New York und Washington D.C. und Honorarkonsul von Jamaika in Österreich. Neuesten. Robin Lumsden. Herzlich willkommen, Lumsden. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Sie haben gesagt, er ist Rechtsanwalt in Österreich und in Amerika, sei verstanden. Mhm. Was wissen Sie noch über ihn? Nun, Majestät, er hat zum Beispiel schon gegen Trumps Anwälte gewonnen. Wirklich? Ja. Was glauben Sie, geht der in den Häfen oder nicht? Ich bin mir ziemlich sicher, dass er in den Häfen geht, ja. Wirklich? Ich bin mir ziemlich sicher, ja. Das wird ähnlich werden, wie wir hatten ja auch in Österreich vor kurzem einen Prozess, der fast ein Ende gefunden hat. Das wird ähnlich die nächsten Jahre. Ja, aber wie soll das funktionieren, ne? Dass der in den Häfen geht? Wegen was? Ich glaube, das kann man sich aussuchen. Also aktuell laufen 50 Verfahren gegen ihn, wo er Beklagter ist. Und es gibt sehr, sehr motivierte Staatsanwälte, besonders in New York, die gerne Senatoren werden würden, wenn sie Trump ins Gefängnis bringen. Ja, aber der weiß ja ein bisschen was, ne? Ja. Und wird er dann nicht versuchen, dass er nicht, das österreichisch löst? Ja, es gibt viele Stimmen in Amerika, die davon ausgehen, dass man eigentlich sagt, man muss ihn vielleicht einsperren, damit er nicht ins Ausland geht und dann alle seine Geheimnisse erzählt. Ich meine, das wäre vielleicht nicht politisches Asyl in Österreich für Trump. Ja, ist aktuell der Posten des FPÖ-Partei, ob man es vakant? Der riesengroße Unterschied zwischen Österreich und den USA ist, dort hat ja jeder eine Waffe. Mhm. Also fast jeder. Ne? Das kann doch nicht sein, dass die alle so ein kleines Spatzi haben. Ja. Warum stehen die so auf Waffen? Ich glaube, es hat einen historischen Kontext. Nicht? So wie sich die Amerikaner wahrnehmen, sind besondere Europäer, die mit der Krone in Europa nicht gut ausgekommen sind, in die USA ausgewandert, mussten gegen die Natur kämpfen, gegen die Indianer kämpfen, gegen die Briten kämpfen und dann am Ende gegeneinander kämpfen. Und darum haben die diese Unvernunft, dass sie einfach Waffen um sich brauchen, um ihre Freedom zu leben. Ja, das Sozialversicherungssystem ist ja auch ganz anders wie bei uns. Ja. Nicht? Das ist das teuerste und das ineffektiveste. Und das haben wir gehört. Nicht? Warum wollen die das so? Ja, das ist wieder so ein... Die Amerikaner sind einfach eine andere Kultur. Die denken sich, also ich erinnere mich zum Beispiel an meinen Vater, der das auch mitgenommen, warum gibt es ein Umlagesystem, warum gibt es eine Sozialversicherung, die alle zahlen, nicht? Wenn ich krank bin, gehe ich zur Apotheke und hole mir was. Und so sind die Amerikaner auf der einen Seite, wurde ihnen das indoktriniert, dass sie glauben, das geht nicht besser. Sie glauben ja auch, sie haben ein tolles Gesundheitssystem. Und auf der anderen Seite ist das ein bisschen so eine Doppelmoral. Der größte Arbeitgeber der USA ist das Militär. Und das Militär hat eine europäische Krankenversicherung in Wirklichkeit. Darum gehen auch so viele zum Militär. Was? Eine europäische Krankenversicherung? Ah ja, das europäische Modell. Ach so. Das europäische Modell. Verstehe. Genau. Und deswegen gehen die zum Militär und lassen sie dann umbringen. Das ist der Hauptgrund, warum man das amerikanische Militär joint, nicht Patriotismus. Das heißt, sie lassen sie zusammenschießen, damit sie dann sozialversichert sind? Ja, das ist ein Weg zu einer guten Sozialversicherung, ja. Ja. Papa, überhaupt, es kann dir doch so scheißegal sein, was ich in der Orangerie mache. Du magst eh keine Orangen. So, kaiserliche Hoheit, seine Majestät halten gerade Audienz. Schweigefuchs, du Snitch. So, ja, was? Verräter. Ja, das wissen wir eh. Du gehst jetzt sofort wieder in deine Gemächer, ja? Hier reden jetzt die Erwachsenen. Ha, du und Erwachsen, genau. Worüber redet ihr? Über die politischen und sozioökonomischen Zustände in den USA. Ja. USA, interessant. Kalifornien hat in den letzten 2 Jahren über 1,8 Milliarden Dollar nur durch den Verkauf von Cannabis-Steuern eingenommen. Das sind 20.000 Bitcoins. Also urviel. Ist das legal in Kalifornien? Legal, ja. Ja, dann wundert uns nichts mehr. Ne? Hallo, ich bin übrigens die Leo. Das freut mich sehr. Danke, ich bin Kronprinzessin und wenn der mal stirbt, Kaiserin. Ich vermute, ich darf jetzt nicht aufstehen, oder? Wie du willst. Wie? Meine verehrte Majestät. Danke. Hast du schon mal was geraucht? Ich kann mich offen gesagt nicht daran erinnern.
Ah, er hat nicht inhaliert wahrscheinlich, oder? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich weiß es nicht. Dann weißt du was, komm nachher in die Orangerie. Ich zeig dir was. Bist schon. Sehr gerne. Ab jetzt in deine Gemächer, Schluss jetzt. Ja, whatever. Sorry, Väter. Er braucht keine Sorge haben, wir werden nicht ins Gras beißen, wir werden es auch nicht rauchen. Gell? Der Trump ist ja auch gesperrt worden auf Facebook. Mhm. Also das ist schon eine Leistung. Nicht? Also in den Häfen gehen ist eine Sache, aber auf Facebook gesperrt werden, das ist ja, also da muss der wirklich, nicht? Ja, ich meine, ich weiß nicht, wie Eure Majestät das sehen, aber finden Sie das okay, dass private Unternehmen so das Internet beherrschen und eigentlich über die Inhalte bestimmen können, oder sollte das nicht Eure Majestät in Wirklichkeit entscheiden? Naja, das macht bei uns der Seifenstein, das ist uns zu viel Arbeit. Jetzt war Amerika und Europa, da hat es immer diese Verbindung gegeben. Es waren Verbündete, viele NATO-Staaten halt in Europa auch. Wird das jetzt wieder stärker werden nach dem Trump? Oder? Ich bin mir sicher, es wird für Europa, der Ton von Amerika mit Europa wird viel, viel angenehmer werden. Ja, wir waren schon so nervös, dass wir sogar schon ein bisschen Russisch gelernt haben. Очень хорошо, das heißt zum Beispiel sehr gut. Okay. Ja? Oder Шишье, das ist Chinesisch, das heißt Danke. Ja? Weil wir Angst gehabt haben, die Amis jetzt weg sind, kommt der Russ. Nicht? Also jetzt etwas, was jetzt auch noch ist, ist zum ersten Mal eine Vizepräsidentin, eine Frau an der Macht. Mhm. Ne? Ja, wunderbar. Nicht? Was erwartet er sich von ihr? Naja, ich muss ja auch sagen, also ich glaube, für die Demokraten oder für die eher linkeren Demokraten ist sie auch kein wirkliches Angebot, sondern sie ist ein Angebot, glaube ich, an das Land in der Mitte, ähnlich wie Joe Biden. Ja. Denn viel Unterschied von Joe Biden und Kamala Harris zu gemäßigten Republikanern gibt es nicht. Das, glaube ich, ist eine Chance, das Land zu einen. Und ich glaube, sie hat sehr gute Chancen, in 4 Jahren vielleicht selbst Präsidentin zu werden. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass Joe Biden, doch ein älterer Herr, eine zweite Amtszeit wirklich anstreben sollte. Also wenn Sie den beiden sehen, sagen Sie ihm, wir haben in Österreich die besten Erfahrungen gemacht. Weil letztes Jahr haben wir zum ersten Mal eine Bundeskanzlerin gehabt. So gut hat das Land noch nie funktioniert. Ne? Vielleicht sollten sich alle Politiker zurückziehen und den Politikerinnen das Feld überlassen. Ja. Also wir danken ihm sehr, dass er da war. Ja? Wahnsinnig viele interessante Sachen. Ja? Wir geben ihm dann noch ein Schreiben mit, das sagen wir aber dem Seifenstein. Er darf sich zurückziehen, aber er muss auch einmal ein bisschen brav sein. Jawohl, brav sein. Seifenstein, Majestät, wissen Sie was? Wir bieten jetzt den USA an, dass sie Teil der Vereinigten Staaten von Österreich werden. Majestät, dann wäre der amerikanische Präsident so etwas wie ein Landeshauptmann? Naja, übertreiben wollen wir nicht, Seifenstein. Ein Bezirkshauptmann? So groß ist Amerika auch wieder nicht. Du, Papa. Ja, was willst du? Sind wir wieder gut? Du hast whatever zu uns gesagt. Ja, ich weiß eh. Sorry, dass ich frech war. Aber schau, ich habe extra Versöhnungskekse.